Wir haben eine komplette Bank gekapert und mit Lockvögeln ausstaffiert. Und da ist die Geisel, da hinten steht die Geisel. Und inszenieren den lustigsten Banküberfall seit, ach, eigentlich den lustigsten überhaupt. Und das ist der Ort des Geschehens. Schwarzach, 2000 Einwohner, hier ist wirklich nicht viel los. Also eigentlich überhaupt nichts. Ab und zu verirrt sich ein Tourist in das imposante Münster und einmal die Woche, das ist die eigentliche Sensation hier, öffnet die örtliche Bankfiliale. Heute auch, denn heute soll sie überfallen werden. Von ihm, Alexandre Schweizer. Der Eingang hier ist mit speziellen Buzzern gesichert. Klemmt die Tür wieder. Aber Alexandre Schweizer wird natürlich reingelassen. Klar, wir wollen ihn ja auch reinlegen. Dieser Mann ist ein schlimmer Finger. Ständig, und das heißt mitunter mehrmals täglich, verarscht er seine Freundin Ursula. Und die will sich von uns als Polizistin verkleidet heute mal ein bisschen dafür rächen. Da hilft nur eins. Ein Banküberfall. Gut, von dem Banküberfall weiß Alexandre noch nichts, aber das wird sich gleich ändern. Das Böse ist immer und überall. Die ganze Filiale mit allem Drum und Dran ist fest in unserer Hand. Inklusive ein paar sehr seltsamer Features wie diesem unauffällig platzierten Alarmknopf an der Wand. Auch Alexandres Chef ist mit im Boot. Der hat ihn hierher geschickt, um Geld einzuzahlen. Ich wäre angemeldet. Ich solle Geld beibringen. Ah, okay. Nee, so angemeldet sind Sie nicht. Okay. So, wie viel ist da drin? 2000. 2000 Euro. Danke. Na, fällt Ihnen was auf? Das Fahndungsfoto im Hintergrund? 2000 Euro. Herr Müller, wären Sie so lieb, würden Sie gerade einmal eine Kopie davon machen? Ja, klar, natürlich. Sieht aus wie er. Ist ja auch er. Danke an Ursula fürs Foto. 600. Das sind 1200. Meine Bankangestellten tun so, als würde ihnen was auffallen. Und irgendwann merkt auch er, dass hier etwas seltsam ist. Erstmal ist Alexandre nur sehr verwirrt. Der sieht ja wirklich aus wie ich. Das fällt auch der Kundin am Überweisungspult auf. Sie drückt auf unseren nicht wirklich banktypischen Alarmknopf. Jetzt hilft gerade der Schlaf. Ja, da wird wohl noch der ein oder andere folgen. Denn meine Bankangestellten kooperieren nicht nur, sondern sind sehr bereit, dem Herrn Räuber alles zu geben, was ein Räuber wohl so haben wollen könnte. So, das ist alles, was im Safe ist. Mehr kann ich Ihnen leider nicht geben. Wie bitte? Wollen Sie vielleicht noch meinen Geldbeutel? Ja, hör doch so auf jetzt. Egal, also was Sie möchten, wir tun's, gar kein Problem. Nehmen Sie das Geld und gehen Sie und gut ist. Ich will doch kein Geld. Was wollen Sie denn dann? Bleib so ruhig, ich will gar nichts. Irgendwie raus aus dieser Situation. Das ist schätzungsweise das Einzige, was er jetzt wirklich will. Aber erstmal wird's noch schlimmer. Der Dorfpolizist ist mittlerweile unterwegs. Auch für ihn ist so ein Bankraub völliges Neuland. Aber er hat schon den ein oder anderen Krimi gesehen, weiß also in etwa, was zu tun ist. Bleiben Sie ganz ruhig. Können Sie mich auch so hören? Ja. Wie lauten Ihre Forderungen? Es gibt keine Forderungen. Ich habe Geld gebracht. Nehmen Sie doch einfach das Geld und gehen Sie. Nein, ich möchte kein Geld. Was wollen Sie denn da? Ist das ein Fehlalarm oder sowas? Nee, das ist kein Fehlalarm, das ist ein Banküberfall. Ah ja, ein Banküberfall. Könnte es sein, dass ich einen Zwillingsbruder habe oder bin ich doch ein Bankräuber, scheint er sich zu fragen. Auch für unseren Polizisten ist diese Situation natürlich verwirrend. Aber zum Glück, Verstärkung ist unterwegs. Die nächste Fachkraft ist im Anmarsch. Chef? Ja? Wieso bist du einfach weg? Ja, das ist ein Banküberfall. Ich bin doch ganz offiziell hier. Ich habe Geld hierher gebracht. Ich will doch kein Geld mitnehmen. Was machen wir jetzt? Hast du das Handtuch dabei? Nein, wir hatten noch nie einen Banküberfall. Oh, Scheiße. Ja, sind Sie bewaffnet? Nee, ich bin nur ein Kunde, wo Geld bringt.
Soll ich mich ausziehen oder was wollen Sie denn? Herr Simon, Sie wollen doch das Geld holen. Nein, ich habe Geld gebracht. Wir möchten ja nur, dass das hier gut zu Ende geht. Das es geht doch zu Ende. Ich habe ihm alles hingelegt. Das Einzige, was ich habe, ist noch... Ich hätte noch hier, wir haben noch so ein Sparkästchen. Da kann ich noch mal gucken, was da drin ist. Da ist vielleicht auch noch was drin. Hör auf, bitte. Sie hat eine Waffe. Sie hat eine Waffe. Und jetzt wollen Sie damit verschwinden, Sie mit dem Geld. Sie machen es nur noch schlimmer, merken das Sie heißt, nicht. Sie wo soll ich doch hinmachen? Das hat er mitgebracht. Da sollte das Geld rein. Geben Sie ihm eine große, wo alles rein kann. Sie kriegen gleich eine Tasche, okay? Eine große. Ich kann ja meine Einkäufe von heute Mittag kann ich hier rausnehmen. Da können Sie die Tasche nehmen von mir. Die Zwiebel würde ich mitnehmen. Wenn Sie wollen, kriegen Sie auch die Zwiebel. Wollen Sie die 2000 Euro dann auch, nehmen Sie ich auch wieder mit? Ich möchte kein Geld, ich nehme nur die Zwiebel mit. Und ein Fluchtauto, haben Sie sich schon entschlossen? Automatik nee, oder Diesel? Ich benötige kein Fluchtauto. Kann das nicht verstehen, warum man sowas macht. Also wir stellen Ihnen alles zur Verfügung, aber bitte bleiben Sie ruhig und machen Sie hier keinen Unsinn. Es ist für uns jetzt auch neu. Wir hatten noch nie einen Überfall hier. Ja, im Dorf ist ja klar. Dann haben wir eine Geiselnahme oder wie viele Personen? Es gibt gar keine Geiselnahme. Was können wir denn tun? Nichts, rufen Sie meinen Arbeitgeber an. Statt des Chefs meldet sich dann aber Ursula. Sie will einfach mal hören, wie es ihm so geht. Herr Müller, können Sie mir mal helfen? Willst du mich gerade verarschen? Ich? Warum? Was ist los? Ich bin gar nicht, komm grad mit. Ich will nicht. Okay. Tschüss. Der Schwieg ist fertig. Es wird langsam Zeit, den Überfall zu einem guten, aber doch dramatischen Ende zu bringen. Das Ein-Mann-Kommando des SEK kommt an den Tatort. Kommen Sie rein. Hier haben wir einen Banküberfall. Ja, der Mann. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was ist passiert? Nichts. Ich will zur Arbeit. Warum hält die Filialleiterin die Hände hoch? Weiß ich nicht. Sie ist ja warm. Weil es ein Banküberfall ist. Und da ist die Geisel. Da hinten steht die Geisel. Es ist keine Geisel. Höre Sie auf. Es ist doch keine Geisel. Was dann? Keine Ahnung, eine Mitarbeiterin, eine Kundin, keine Ahnung. Kommen Sie rein, ich mache Ihnen auf. Drücken. Geht nicht. Hören Sie, ich hole noch einen Kollegen, dann kriegen wir das vielleicht hin hier. Kleinen Moment, eine Minute. Die Kollegin, die er holt, ist natürlich Ursula, Alexandres Freundin. Und die erkennt der, trotz Polizeimütze, natürlich sofort. Aber Kollege, du bist so ein Arsch. Ja, herzlich willkommen in der Sendung. Verstehen Sie sich mal! Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.